gegen Stuttgart auswärts wird wieder die erste Mannschaft spielen, weil im Pokal müssen wir die beste Elf auf den Platz schicken. Robert Lewandowski, Spieler des Jahres. Wir haben ein Angebot für einen Tribünennamen gekriegt. Oder mal rein. Versuche ein bisschen Geld rauszuschlagen. Ah, nicht so erfolgreich. Können nochmal Freikarten verteilen. Stadion wird ja eh nicht voll. Ein Meet and Greet mit dem hier bei. Dritte Runde im Pokal. Wir wechseln wieder durch. Alexei ist wieder einigermaßen. Oh, sind doch alle fit geworden wieder. Ja, Bernhard wird die erste Mannschaft auf jeden Fall verlassen. Weil Kerk und Enrique wieder spielen werden. Enrique ist in Topform, der muss spielen. Kerk könnten wir noch draußen lassen und dafür Nielsen springen. Die beiden sind ja richtig, richtig heiß. 16 und 19 Form. Der Hammer. Schopenhauer kommt wieder in die Abwehr. Günther Brettlo geht raus für Chabot. Wir brauchen die beste Mannschaft. Gießen für Pelé. Ja. Was ist hier denn lustig durchgewechselt? So, und dann muss Griffiths natürlich wieder rein auf seine... Toni Leistner. Ich weiß nicht, was der hier für ein Problem hat, die Maus. So will ich es haben. Gegen Stuttgart. Gucken wir nochmal rein, ob wir... Genau, können noch ein paar Spielergespräche machen. Super letztes Spiel, Harvard Nielsen, Spieler des Spiels. Alles aus sich rausgeholt. Auch Enrique, Topform. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Brettlo, okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Schopenhauers Mannschaftsführung ist gut. So, die landen auf der Tribüne. Toljan angeschlagen, ich weiß nicht. Möwald könnte ich draußen lassen. Ja, so gehen wir es an. Gegen Stuttgart, da sieht es auch schon grün aus. Auf geht's. Wir schaffen die nächste Runde. Da hoffen wir mal, dass jetzt die Negativserie von 6 Spielen mit einem Gegentor endet und wir mal wieder zu 0 spielen können gegen die Stuttgarter. Die haben in den letzten 2 Spielen keine Tore schießen können. Da muss doch was gehen heute. Los geht's im DFB-Pokal. Ginczek versucht gleich mal die Negativserie zu beenden. Kommt aber nicht an der Abwehr vorbei. Schul mit dem Pass auf Griffiths. Enrique verliert ihn, aber Demirbay holt ihn zurück. Die wirbeln da die Abwehr ganz schön durcheinander. Schul jetzt direkt vom Tor. Langerak hält aber. Schalke hat, glaube ich, getroffen gerade, wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe. Gut von Griffiths. Aber da verliert er den Ball gegen Döringer. Super, wie Griffiths da die Bälle annimmt. Nielsen, spielt ihn weiter, genau. Pedro Henrique jetzt allein vom Tor. Wieder gute Parade von Langerak. Demirbay bringt den Ball rein, aber Langerak fängt ihn locker weg. Der war zu langsam.
schön von Leistner mitgedacht. Henrique, heute kommt er nicht vorbei, aber dem hierbei ganz stark den Ball erkämpft. Jetzt Griff ist schön auf die Außen gegeben. Pedro Henrique, setz dich durch. Bring den Ball rein. Nielsen, Riesenchance, Nielsen. Oh, dann wird er unterbrochen. Holjan lässt sich da veräppeln. Duda ist die Möglichkeit zu flanken. Aber Chabot ist da. Fängt den Ball weg. Jetzt schnell nach vorn. Geh mir bei. Auf Griffiths. Nielsen. Kommt an von Rinn vorbei. Nielsen mit der Flanke. Und wieder mit Glück Lengerek am Ball. Griffiths auf die Außen zu Nielsen. Nielsen. Wieder über die Außen durch. Bringt die Flanke rein. Schul jetzt mit der Riesenchance und er macht das Ding. Erstes Tor in der Liga von Robert Schul. Hat lange. Ach, im Pokal. Ist ja gar nicht Liga. Im Pokal, Entschuldigung. 4-1 Mali. Schalke geht richtig ab. Mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Also der braucht schön direkt genommen. Aber irgendwann. Schul gibt nicht auf, kämpft immer wieder. Versucht die Bälle zu erobern. Schön von Rieke auf Schul. Der verliert den Ball. Gehen Check. Gute Chance, aber Chabot ist da. Ganz sicher. Griffiths, er kämpft sich gegen die Latte und rein. Gegen die Latte und rein. Damit hatte ich. Ich dachte, er springt raus. Schön gemacht. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Also, wenn Sie jetzt der war nicht haltbar. Diese Mannschaft setzen, dann müssen Sie schon sehr optimistisch sein. Gut gemacht von Toljan. Schon wieder wird Henrique gefoult. Ist wohl nicht anders zu stoppen, aber jetzt gibt's auch die gelbe Karte. Hat Duda nicht anders verdient? Ginczek. Wird da aufgehalten und es gibt die Karte. Oder? Nee, nur Freistoß. Glück gehabt. Das sah schon nach gelber Karte aus, so wie Schopenhauer da aufgeregt hat. Halbzeit 2-0. Stuttgart bisher ohne Chance. Schalke schon 4-2 gegen Hannover 96. Bayer Leverkusen 5-0 gegen Wuppertal SV. Gut. Das könnte ich eigentlich Henrique schonen und Kerk bringen. Und Griffiths könnte auch raus und Reese rein. Ich glaube nicht, dass da noch was schief geht. Schul auf Nielsen. Weiter bei nach vorn. So nicht. Gehen Check. Schön zu Werner auf die Seite. Aber Schopenhauer klärt das Ganze gut auf Kerk. Frisch im Spiel. Und Reese zu schwach, verliert den Ball. Aber kein Problem, er hat gute Mitspieler.
und einen schnellen Kerk auf der Seite, der die Flanke reinbringt. Ja, da muss er noch üben am Abschluss. Aber hat er jetzt ja die Möglichkeit zu. Bälle erobern, vor allem die aus der Luft, die Abstöße, ist da sehr gut, der Rese. Da könnte man auch mal Freistoß pfeifen. Dem hierbei. Kriegt den Ball. Auf Rese. Der mit einer Drehung Clichy stehen gelassen. Aber immer noch zu schwach im Abstoß. Abschluss, nicht Abstoß. Abstoß macht jetzt Lengereck. Steffen auf der rechten Seite. Für die Stuttgarter. Gut, dass wir da Pelé stehen haben. Ah, dem hierbei mit der Grätsche hat den Ball gespielt. Schiri sieht das anders. Gibt einen guten Freistoß für Stuttgart. Abgefälscht nochmal. Werner fault Toljan, gibt nur Abstoß. Ball gut behauptet. Nielsen versucht ihn gleich weiterzugeben. Dem hierbei auf Kerk. Kerk setzt sich durch. Rese. Mach es! Ja! 3-0. Fabian Rese auch mit dem ersten Tor im Pokal. Das wird ihm gut tun. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann... Dem hierbei. Auf, Kerk. Ah, da war Rese zu weit weg. Pelé. Schuhe. Wird gefault. Hey, das muss Freistoß geben. Günther ganz stark ausgerückt. Kerk. Guter Pass auf Rese. Rese jetzt allein vom Tor. Lengereck. Super Parade. Aber es geht weiter. Schuhe wird gefault. Gibt nochmal einen Freistoß. Kerk wird ihn reinbringen. Ja, aber deutlich drüber. Einen Wechsel haben wir noch. Nielsen könnte eigentlich runter, aber wir haben keinen, der für ihn da spielen kann. Wer sonst noch runter kann, ist dem hierbei. Dafür könnten wir Gießen bringen. Ja, kriegt er noch ein bisschen Erfahrung. Und dem hierbei ein bisschen Ruhe. Auch wenn er heute ein super Spiel macht. Aber ich glaube nicht, dass Stuttgart hier noch 3 Tore schießt. Außer das wird jetzt nicht als Abseits gewinnen. Doch. Schauen wir uns nochmal. Da war Gießen zu langsam, aber er kriegt seine nächste Chance. Spielt Rese an. Und er macht sein Tor. Doppelpack Rese. 4-0. Wahnsinn, und Justin Gießen reingekommen und gleich mal ein Tor vorbereitet. Starkes Spiel. Ah, schade. Kerk vom Ball getrennt. Schopenhauer, los. Nee, Stuttgart. Super Balleroberung von Gießen. Schön abgeblockt. Rese jetzt nochmal mit der Chance. Aber wird gestoppt. Toljan erläuft sich den Ball. Gießen jetzt nochmal mit dem Pass auf Kerk. Der wird direkt weitergeben. Reisner. Schöner Einsatz. Nielsen. Nielsen macht's direkt. Aber Lengereck. Kein Problem mit dem Ball. Kerk auf Rese. Nielsen mit dem nächsten Versuch. Gleich ist das Spiel vorbei. 4-0 Auswärtssieg. Rese nochmal. Aber diesmal daneben. So, die Spieler.
3 Minuten Nachspielzeit. Pelé, mach mal auf Nielsen, Schul. Bring ihn rein zu. Oh, Kerk. Boah, ganz rüde von Bein geholt. Da hätte man fast über Rot nachdenken dürfen. Der ist ja nur ein Mann gerauscht. Der Emilio. Ja, hat nur Kerk umgehauen. Ball nicht mehr berührt. Ja, so kriegt Kerk nochmal die Chance, Freistoß zu üben. Und zu lernen, wie es nicht geht. Oh, jetzt kommt gleich der Abpfiff, genau. Das war's, 4-0 Auswärtssieg. Zweite in Folge, erst gegen Chelsea, jetzt gegen Stuttgart. So darf es gern weitergehen. Rehse schon wieder mit einem Doppelpack. Ach nee, wir hatten ja gegen Pauli schon gespielt, stimmt. 6-0 hat Hoffenheim Aalen weggehauen. Da bin ich ja mal gespannt, auf wen wir jetzt in der nächsten Runde treffen. Tschüss und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schön von Rehse gewartet, bis der Ball vorbei war auf dem richtigen Fuß. Gutes Spiel von ihm. 2-0, völlig zu Recht. Auch Gießen, er hat keine Note mehr gekriegt, hat zu wenig gespielt. Statistik zum Spiel. Ja, klar stärker, der VfL. Dann bin ich jetzt gespannt, wen wir zu los kriegen. Viertelfinale DFB-Pokal. Die Auslosung startet. Hoffenheim gegen Leipzig wäre doch ein tolles Los. Nein, gegen Aue. Aue muss nach Hoffenheim. Die sich bestimmt andersrum gewünscht. Leverkusen, da würde ich gern drauf verzichten. Schalke. Boah, das ist schon ein Topspiel. Wobei ein einfacher Gegner ist nicht mehr dabei. Die sind alle drei nicht so leicht. Köln und wir müssen gegen Leipzig im Viertelfinale. Aber wenigstens zu Hause. Heimspiel gegen Leipzig im Viertelfinale DFB-Pokal. Meet and Greet. Hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. Wir waren alle gelangweilt. Achso, ja, dann sollten wir vielleicht nicht so viele dafür machen. Toljan und Henrique waren rechtzeitig wieder fit. Wir haben 1 Million im Pokal eingenommen. Spielen als nächstes gegen Leipzig im Pokal. Und jetzt in der Liga nochmal ein letztes Spiel in der Hinrunde gegen Freiburg auswärts.